So. Ich will mal gucken. So, wir kommen jetzt mal. Mann. Was ein Tag. Wir sind live. Hallo, ich habe gerade keine Übersicht, wer da ist oder. Ist. Auf jeden Fall sind wir da. Da habe ich nochmal frische Getränke. Ja, mach das. Wir haben echt den ganzen Tag hier bis zum Hals im Technik-Schlamassel gestanden. Wir dachten, wir hatten es die Woche über so einigermaßen im Griff und dann hat Elli zu Tisch hochgeladen. Was hat er gesagt? Wie lange? 11 Stunden? Irgendwie sowas. Und daran konnten wir dann ganz gut sehen, dass irgendwas nicht stimmt mit der Leitung. Ist der Sand jetzt durchgelaufen? Peterson. Hi. Schönen guten Abend. Der Sand ist noch nicht durch. Allerdings müssen wir uns mal einigen, ob wir das tatsächlich heute noch spielen wollen. Denn das ist schon ein ganz schöner Brocken, auch von der Zeit her. Und Patrick, hallo, geht das eigentlich hier mit der Facecam, also die, auf die ich jetzt gerade zeige? Ist das so in Ordnung? Weil das kann ich nur so vage hinkriegen gerade. Wieso, du siehst dich da, oder? Ich sehe mich da, ja. Das ist also vom Eindruck her sieht ein bisschen komisch aus. Na endlich, der Reverend. Hi. Facecam ist in Ordnung. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Alles klar, perfekt. Ja, dann lassen wir das so. Genau, wo war ich stehen geblieben? Sense of Time. Wir haben gestern gespielt mit Regelerklärung. Locker 4 Stunden. Ne? Das Ding ist ein echter Brocken. Das ist. Eigentlich geht schon Richtung in die alten. Sag schnell, in die alten Spielwerksspiele. Ich glaube, das hier mit der Facecam mache ich so ganz. Müsste ich irgendwie so sitzen. Jetzt besser? Gleich mal gucken. Weil Vielleicht noch sonst. ein kleines bisschen rüberschwenken hier rüber. Ja. Ein kleines bisschen. Schauen wir mal. Weil sonst habe ich das immer, sonst muss ich so weit rüber gucken, das ist dann auch Mist. Dann. Könnte klappen. Lassen wir erstmal so. Danke für die Empfehlung von Krieg der Knöpfe. Sehr tolles Spiel. Ist es, ne? Ich finde auch, ich bin begeistert. Ich mag das auch echt gerne. Aber oh, gut, klar. Ich habe ja die Rezension gesehen. Wir sind Fans. Ja, deswegen ist halt jetzt die Frage: Was machen wir? Ich muss mich jetzt auch nochmal in der WhatsApp-Gruppe melden, dass wir da sind. Denn noch habe ich hier nichts getwittert. Hast du schon getwittert zufällig oder so? Auch nicht, ne? Dann mache ich das sonst gleich noch. Sobald wir wissen, was wir machen. So. Von daher denke ich, was hast du denn? Was soll ich denken? Was du denkst, was wir spielen könnten, machen sollten, tun jetzt. Also wir sind erstmal froh, dass wir überhaupt jetzt erstmal hier eine Verbindung hingekriegt haben. Heute sah nämlich zwischendurch alles andere als danach aus, dass das irgendwie hinkommen könnte. Imaginarium haben wir, aber noch nicht die Regeln gelesen. Meine Idee wäre es. Ja, bitte. Ich sehe das jetzt gerade, dass das Chat-Logo völlig verschoben ist. Ja, stimmt. Ich komme hier nicht raus. Nee. Ich glaube, das sollten wir einfach, müssen wir jetzt einfach erstmal so. Kann ich das irgendwie verschieben? Krieg das hin? Ja, eigentlich brauchst du da nur draufklicken und es verschieben. Das Logo separat, das soll dann so ein bisschen Ja, mittig, ne? das ist dann eingerahmt. Soll aber trotzdem im Text sein, in dem Fenster, ne? Ja, so ein bisschen so halb-halb habe ich das immer. Das wird dir aber auch angezeigt, dass es in der Mitte ist. Dann führt ein Strich durch. Ja, genau. Jetzt muss aber noch ein bisschen weiter höher. Also genau, ja, so. So ist gut. Dann lassen wir es das jetzt.
Regeln von Imaginarium sind relativ einfach, sagt Patrick Wade. Ja, aber jetzt noch Regeln studieren. Ist so simpel wie Luftballon aufblasen nach Reverend Abe. So simpel, okay. Ja, obwohl ich gerade gehört habe, dass in einem Forum gesagt wurde, dass ich ein langsamer Spieler wäre. Mhm. Das hat Ellie übel genommen, Peter. Das ist... Nur weil ich auf Chris immer im Chat warte. Na. Aber auf jeden Fall, also Sense of Time glaube ich heute tatsächlich nicht. Ich glaube, wir spielen es. Also mein Vorschlag, ich weiß nicht, wie musst du sagen? Ich bin hin und her gerissen. Spatz, wir saßen da gestern 6 bis 8 Stunden. Und deswegen sollten wir es schleunig spielen. Mein Vorschlag wäre tatsächlich, zeitig am Donnerstag damit anzufangen. Himmelfahrt. Das wäre meine Idee. Oder das Ganze um ein Wochenende zu verschieben. Jetzt noch zu spielen, das wird zu spät, weil ich morgen früh ja auch raus muss. Ich glaube, das wird heftig. Weil wir sitzen locker bis 1 dran. Minimum. Du musst ein bisschen schneller spielen. Sagt die, die gerade als langsame Spielerin enttarnt ist. Aber wir wollen was spielen. Markus Schmidt. An Live-Let's Plays bin ich immer interessiert. Aber wenn Sense of Time so lange geht, bin ich sicher nicht bis zum Ende dabei. Sonst muss ich ohne Schlaf zur Arbeit. Genau, das ist halt der Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass wir im letzten Drittel hier ziemlich alleine sitzen. Ja, meinst du, wir können ja Speedrun machen. Nee. Bock drauf, ne? Ja, ich wüsste uns nicht. Ach, ich möchte auch die Zuschauer nicht schon enttäuschen und war heute schon so ein blöder Tag. Ah, total blöder Tag. Imaginarium, sagt der Reverend. Komm schon. Schon Schuh. Ich meine, das ist generell sowieso nicht, dadurch, dass wir jetzt wirklich so spät dran sind, alles gut. Nicht so mal mega viel los, ne? Von daher kriegt das natürlich nochmal angekündigt am Donnerstag nochmal ein bisschen mehr Drive das Spiel. Und es hat es verdient, wenn man dann auf komplexe Ziff-Spiele steht, die einen auch mal ein paar Stunden pinnen. Kein Stress macht was Kürzeres, sagt Jackie. Finde ich auch, ne? Oh. Donnerstag. Kannst du ja irgendwas mit Downtime nehmen. Irgendwas mit Downtime? Ja, wo viel Downtime drin ist. Gaia Project ist viel Downtime drin. Wenn man das dann nochmal so richtig unterstützen kann. Ist ein bisschen zickig, dass du das gehört hast, ne? Das ist... Nach 2/3 hat Elke doch bestimmt eh schon gewonnen. Gestern war das noch 2/3 noch nicht ganz so klar, wer gewinnt. Da lag ich nach 2/3 noch vorn. Danach gewonnen hat Ellie. Gunnar, hi. Hallo. Habt ihr nicht irgendwo die Quacksalber von Quedlinburg rumstehen? Ja, haben wir auch. Auch noch nicht gespielt bisher. Also mit Imaginarium, aber Imaginarium wollten wir ganz gerne aufgrund des auch schon eine größere Bühne bieten, ne? Also weil es halt so schön ist. Aber wir können es gerne. Ganz schön clever, ja. Also die Schmidt-Sachen sind da. Ja, was tun? Ellie entscheidet. Das Wieseschnitt. Wieseschnitt. Also Imaginarium ist schnell geholt. Was sind das? Das ist ein wunderschönes Euro-Game. Aber wunderschön halt. Also von Aufmachung her. Ja, bitte? Ich guck nur. Wir machen Tests. Oh, es geht. Jubel, was war's? Was war's, Schatz? Ich kann das nicht sagen. Floppy, hi übrigens. Hallo. Hallo. Ich will nichts senden. Ellie erzählt gleich. Es blendet. Irgendwie war mein PC mit dem Netzwerk verbunden, was ja eigentlich auch logisch ist. Und dann habe ich mich, aber es hakt, also irgendwas. Dann habe ich mich nochmal direkt mit der Fritzbox verbunden. Hallo. Und Martin, Bernadette, Jörn, hallo. Jetzt dann fange ich weiter ins Wort. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt natürlich die ganze Zeit gehen wird. Oder ob der jetzt irgendwann mal wieder sagt, nee, mach ich nicht. Das müssen wir sehen. Ellie will es spielen. Ja, Ellie will das echt spielen. Quacksalber müsst ihr auf jeden Fall mal spielen. Jetzt müssen wir auch noch gucken. Also ich habe schon... Man hört es voll, ne? Wir haben also jetzt 46 Zuschauer.
Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja, vielleicht irgendwas, was nicht so blendet. Ein Spiel, das nicht so blendet. Ja. Das Problem ist, dass wir hier komplett umgebaut haben. Und ich mache mal ein Foto. Ich habe schon Filter bestellt. Wir haben übrigens eine neue Kamera. Floppy, drück die Daumen für die Technik. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Und das Problem... So. Set of Time, großer Kracher. Komplexitätstechnisch auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, gestern da reine Spielzeit locker 4 Stunden gehabt. Also ich halte das mal hier so rein, nicht hoffe, ihr seht das. Aber das war gut. Das ist Imaginarium, hustet der Reverend nochmal. Ich hol schon mal her. Der Diffuser. Nur der Diffuser. Ne? Der Diffuser passt jetzt nicht mehr unter die Schräge. Und deswegen kann das sein, dass es heute nochmal blendet. Aber wie gesagt, ich habe Filter für die Kamera bestellt. Und dann müssen wir mal schauen. Noch ein bisschen hochhalten, Elli, sagt Kurt Biri. Oh, ja, das ist auch noch so ein Problem. Ich brauche einen zweiten Monitor hier. Hi, irgendwie. Kevin. Hallo, ja, danke schön fürs Daumen drücken. Display von der Elli-Cam jetzt auf der anderen Seite ist und ich nicht mehr sehen kann. Ich nicht mehr sehen kann, was im Bildschirm los ist. So. Ich hoffe. Das ist alles Quark hier gerade. Siehst du das? Was denn? Ob das richtig im in der Kamera ist? Sieht man. Ja, das ganze Handy ist drin. Okay. Schick ist, ne? Mal spielen? Ja. Ja. Ja, ich kann nichts sagen. Kannst du nichts sagen? Nee. Bloß, das dauert jetzt auch wieder so lang, ne? Mit Auspöppeln und. Der war erstmal ein bisschen dran, ganz so wenig ist es auch nicht. Sollte man vielleicht nochmal einen Tag für. Also, das ist. Also, so wenig ist es nicht an Regeln. Also, ich. Also da können wir auch Send of Time. Da können wir auch Send of Time spielen, aber das schaffe ich nicht. Das ist. Ah, Leute, wir sind schwierig. Ich meine, wir können auch was spielen, was wir kennen. Das ist natürlich auch möglich, ne? Habt ihr Vorschläge noch? Was wir kennen und ihr nicht kennt. Okay, ich glaube, das wird auch nichts. Womit fangt ihr an? Anfangen, okay. Ja, womit fangen wir an? Oder ihr macht aus Scent of Time einen Zweiteiler. Das können wir mit den Katzen schlecht. Wir können die nicht stehen lassen. Mhm. Wir kriegen sonst diese ganzen Holzteile einzeln geschenkt, so den Abend über. Oder auch morgen, den Tag über. Das funktioniert leider nicht. Die Regeln haben viele unnötige Bilder, sagt der Reverend. Rise to Nobility, Krieg der Knöpfe. Oh, Rise to Nobility dauert ja auch so lang. Ja, das ist auch so ein paar Krieg der Knöpfe. Spielt doch was Kleines, sagt Martin Kienel. Nussfjord. Wer springt da auf den Schrank? Schade, dass Solaris Mission so lange dauert. So lange dauert das auch gar nicht. Müssen wir ja, so ein bisschen aufladen. Auch, ne? Ja. Trambahn haben wir gar nicht. Trambahn. Twilight Imperium. Geht der Balken noch weg? Der schwarze Balken unten? Nee. Erstmal nicht. Ist das Bild zu klein? Weil ich es immer so als Info haben wollte, wenn mal irgendwelche Infos sind, wie jetzt zum Beispiel das Bild von Sense of Time, was wir jetzt doch nicht spielen und. Food Truck Champion, Food Chain Magnat. Na und, mache ich das Bild auf groß,
hängt der Chat im Bild, dann hängt Chris im Bild, ich hänge im Bild, alles hängt dann im Bild drin. Foodtruck Champion wird gewünscht. Einfach schön, dass ihr da seid. Macht, worauf ihr Lust habt, sagt der Kira. Das ist auch schön. König der Imbisswagen. Wir haben es einmal vorgeführt, König der Imbisswagen. Das war, was das erste Spiel war, ein bisschen fiddlig. Dadurch, dass jetzt ein bisschen Zeit ins Land gezogen ist, könnte es wieder fiddlig werden. Wir spielen das nochmal so und spielen das aber demnächst. Wir hatten das letztens jetzt auf dem Tisch, haben es aber nicht gespielt. Was wir noch nicht live gemacht haben, ich weiß nicht, ob Ellie Snowdonia wird hier, sagt Floppy. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Oh, Mädel! Was ich noch... Schreiben wahrscheinlich wieder alle... Machen wir. Merlin, aber nicht. was wir noch nicht live gespielt haben, ist tatsächlich Marco Polo mit Erweiterung. Wenn Ellie hat keine Lust auf Marco Polo gerade. Ja, dann heißt es wieder, ich mag keine Marco Polo. Marco Polo hat keine Lust auf Ellie. Ja, Marco Polo hat nie Lust auf Ellie. Ganz schön clever. Schreit der Reverend. Terraforming Mars, sagt Thomas Mick. Immer gut. Hm. Haben wir jetzt schon so oft gehabt. Okay, Wolf, hallo. Hallo. Wir sind gerade am Überlegen, was wir spielen, weil die Hütte ist doch voll. Das freut mich riesig, dass trotz dieser mega Verspätung, dieser mega Panne heute, so viele Leute da sind. Sven, hallo. Ich bin ja dafür. Ja, komm, bau auf. Ja, dauert doch alles genauso lang. Ja, wenn es sein, wir kennen das Spiel. Ja, aber Terraforming Mars hatten wir schon so oft. Das hatten wir oft. Also Terraforming Mars kriegen wir echt tatsächlich aus dem FF. Das kriegen wir aus dem FF. So, das Problem ist aber, die Karten sind gesleeved und ich habe ja arge Probleme mit dem Diffuser. Das die Stimmen für Merlin werden laut. Nee. Nee. Ellie mag kein Marco Polo. Sie geht schon wieder los. Ew, Sense of Time, sagt Floppy. Goldene Zeitalter als Ziffersatz. Oh, da muss ich auch die Regel wieder aufletzen. Das haben wir einmal nur mit Meutels bisher gespielt. Also es dauert aber, ne? Ja. Ich mag so gerne Spielworks. Ja, definitiv. Definitiv. Aber dieses hier wahrscheinlich am Donnerstag. Nee. Habt ihr Donnerstag schon was vor? Dann gehen sie alle trinken. Isle of Sky, da wäre ich dabei, aber Ellie nicht. Nee. Schuh. Isle of Sky mag ich nicht. Pulsar haben wir. Habe ich die englische Version, das ist aber nicht schlimm, das Spiel ist völlig sprachneutral. Aber müsste ich nochmal, ich habe das nur einmal erklärt gekriegt und gespielt. Mehr habe ich noch nicht. Ja, was war denn? Geht so ein bisschen Richtung. Mhm. Wie findet ihr The Mind? Also. Nee. Eldritch Horror, auch das ist ein bisschen einfach anfangen, sagt Christina L. Ja, Elli, sag was. Pulsar ist toll. Pulsar hat mir damals auch Spaß gemacht. Wettschreiter Diebe zu zweit schlägt Play Assign vor. Liegt auch nebenan. Play Assign sagt, es wäre gut zu zweit. Das weiß ich noch beim letzten Mal. Jetzt ja. Ist ja letztes Mal auch gefallen. Spürst du nochmal? Nee. Elli mag kein Marco Polo. Elli mag kein Marco Polo. Elli mag kein Isle of Sky. Die Elli Hate List. Ellie spielt eigentlich nur Sense of Marco Polo. Ellie spielt eigentlich nur Spielwerkstitel. Und Lookout. Aber nicht. Dings. Wie heißt es? Alles klar. Ja. Spielt doch das, wo spiegelt. Macht euch doch Spaß. Terraforming Mars. Mars Morra. Denke, wir sind nicht böse auf euch. Nein, das ist halt. Das Blöde ist halt immer, wenn. Das ist halt blöd, wir kündigen was an und dann merkst du halt, um drei zeichnet sich langsam ab, das wird nichts. Mm. So, ne? Und dann steigt irgendwie so, das ist nervt einfach. Time Stories könnt auch spoilern. Ja, nee. Marco Polo mit Erweiterung habt ihr live mit den Mäuses und Mirko gemacht. Einen schönen Spieleabend euch. Wann waren wir live mit der Erweiterung? Es fehlt nur, auf dem Stream fehlt nur der... Fehlt das Ende, ne? Genau. Edgy Badge. Otis, Space Schweine. Space Schweine dauert auch locker ein paar Stunden. Gentis, Agricola, Eldritchauer Traumlande. Eldritchauer Traumlande sind auch fest vorgenommen. Da haben wir aber noch jemanden dabei dann. Sense of Time oder Pulsar. Ellie setzt dich endlich durch, sagt André Bierwirt. Vendake, sagt Jan H. So. Ellie entscheidet. 10, 9. Nee, nicht unter Druck setzen. Okay.
Ja, wie gesagt, Terra von Mars, könnten wir wirklich arge Probleme mit der Lampe kriegen. Arge Lust hätte ich aufs Spiel. Was stimmt mit Sense of Time, wenn nicht? Die Spielzeit. Das könnte arg spät werden. Also wir haben gestern 4 Stunden gezockt. Reine Spielzeit. Ohne Regeln hast du nicht gesehen. Ja, es war aber auch noch viel Regel lesen, viel Regel gucken. Aber ich glaube, wichtig wäre es doch erstmal, wenn man überhaupt reingucken könnte, ob es für jemanden was ist oder nicht. Kann man davon. Ja, meine ich ja nicht. Ja, du hast recht. So, jetzt ist es auf dem Tisch. Habt ihr davon? Wenn wir heute nicht fertig werden sollten, weil, warum auch immer, spielen wir sowas dann nochmal. Ach. Ah, wir kriegen es nicht. 0 Uhr seid ihr durch. Dungeon Crawler. Ja, die können wir jetzt ab 0 Uhr anfangen. Ja, ja, Dungeon Crawler, nicht sonntags. Vielleicht haben wir fahren, wenn wir das hier durchkriegen. So. So, ich hoffe, dass es nicht zu arg blendet hier alles. Sands of. Nee, das muss hier alles weiter hoch. Ja. Das muss weg. Deswegen sollst du die auf den Tisch hier nehmen. Nee, geh noch weiter hoch. Ich glaube noch weiter hoch. Nee, das muss. Oh, dann habt ihr das nicht mehr drin. Nee. Oh. So. Ja. Und ab geht die wilde Fahrt. Ab geht die wilde Fahrt, das würde ich auch sagen. Jetzt ist auf dem Tisch, das habt ihr davon. Sehr gut. Ja, genau. Danke, Ellie, sagt Floppy. Ne? Ich habe ja auch Lust drauf. So ist das ja nicht. So, ich nehme Weiß. Du nimmst Lilla. Das brauchen wir nicht. Jetzt die richtige Beule, die du hast. Was? Die Plättchen hier zu sortieren? Müssen ja von jeder Seite 4 sein. Das ist. Ach so, ist da ein Unterschied? Es müssen 4 sein von jeder Sorte. Was ist das? Das weiß ich nicht. Von dem einen ist aber, glaube ich, mehr. Von einer Sorte. Also da gab es, glaube ich, mehr von. Nee, es sind immer von jedem Stadtplättchen sind 4 im Spiel. Aber 8. Nein, von dem Stadtplättchen. Da sind nämlich 12 drin, also müssen davon ja 6 drin. Ja, laut Regeln nicht. Sind es auch nur 4. Okay. Ja. Ja, die Regel ist ein bisschen. Die Regel hat so 1-2, ne? Das. Habe ich das gesagt heute Morgen? Ich weiß es gar nicht. Aber die Regel hat tatsächlich so 1-2 Lücken. Ja, ich sehe nichts. Das ist so ärgerlich. Genau, wir geben einen kleinen Abriss, das Ganze komplett zu erklären. Ich glaube, das würde jetzt tatsächlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber beim Aufbauen. Also, natürlich ist es eine Zivilisation. Moment, ich muss mal eben kurz gucken, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe. Das Plättchen ist hier mit einer 2. Und. Nee, wo war das denn? Ja, drin war das. Was ist das denn jetzt? André Bierwert freut sich, dass wir uns für Sense of Time entschieden haben. Vielen Dank, wir sind die Besten. Ja. Dankeschön, André. Danke. Ich hoffe, ihr seht. Ich mache mir zwischendurch einen Kaffee und passt ihr das. Seht das jetzt. Ach, ich sehe nichts. Spatz, siehst du das, ob das hier drin ist, wo ich jetzt den Finger habe? Das obere, die Straße. Das. Nee. Stadtmauer. Stadtmauer. Ist drin, aber ein bisschen schräg. Halt mal so ein bisschen gerade und jetzt ein bisschen. Ja, so sieht das ja keiner mehr. Nee, es ist raus. Runter. Das ist hoch, was du machst. Muss runter. Worum geht's denn? Mit der Regel, also mit der Stadtmauer. Ich brauche einen Monitor. Mhm. So, jetzt gucken wir nochmal, das wurde auch scharf.
So, jetzt hoffe ich, dass sich das noch darstellt. Also das Plättchen ist mit 3 und Stadtnorsch ist hier in Klammer mit 2. Und da habe ich dann zu Chris gestern gesagt, ich möchte für 2 kaufen. Und das war dann ärgerlich, dass es dann doch 3 gekostet hat, weil ich eben halt hier auf das hier geguckt hatte. Ich glaube, wie gesagt, bevor Chris die Anweisung gegeben hat, war die Stadtmauer perfekt im Bild. Nein, nicht ganz. Also ich fand auch Film noch. Ich brauche nur eine. Nee, und wenn, dann möchte ich auch die deutsche und die englische. Du hast gleich zugegriffen. Weil mit dem Kaufen ist hier nämlich ein bisschen tricky oder gemein, weil hier Multiplikator mitspielt. Ach, Schuschu. Also nicht Multiplikator, sondern das wird mit der Wutleiste hier plus genommen. Und dann ist das ärgerlich. Und Geld ist hier echt Mangelware. So, Chris, darf ich bei Krieg der Knöpfe eine Karte kaufen, auch wenn ich den Effekt nicht nutzen kann oder will? Oh, hat man noch nicht die Situation. Eine Karte kaufen? Ja, aber eine Karte doch, klar. Ja. Weil die Karte brauchst du ja auch, um die Knöpfe zu bekommen. Und wenn du meinst, das ist gerade eine Karte, dass du die gerade kaufen kannst, um damit dann eben halt deine zu Rundenbeginn deine Knöpfe zu kriegen, klar. Bin sehr gespannt, die ersten Meinungen auf Boardgame, die lassen ihr darauf schließen, dass mein Exemplar OVP bleibt. Aber zählt deine eigene Meinung letztendlich. Das ist ja das Wichtigste. Also ich habe es nicht bereut, das gestern zu spielen. Aber es ist wahrscheinlich von der Länge her und so nicht dein Ding. Du magst ja, glaube ich, solche Dinge auch nicht mehr. Ne? So, kurz erzählen. Wir spielen auf dem inneren Kreis rund ums Mittelmeer. Das ist so eine antike Kartenansicht eben. Mit Zentrierung aufs Mittelmeer. Und jedes Land, in dem ein Marker liegt, das ist nutzbar für uns im Zwei-Spieler-Modus. Ne? Bei 3 Spielern, ne? Bei 4 Spielern kommt noch mehr dazu und bei 5 Spielern die da hinten auch noch. So, wir spielen also diesen Rand ums Mittelmeer, diese Nordafrika, Vorderer Orient, dann haben wir hier Griechenland, Italien, Hispania, das ist so unsere Ausdehnung und Inselfelder, wobei immer diese Zypern, Rhodos und Sizilia als eine Region gelten. Gleichzeitig sind hier diese gepunkteten gleiche Region. Die Zahl hier drin bedeutet immer, also erstmal das Symbol bedeutet, was es an Ressource gibt in dem Land, Gold oder Getreide oder beziehungsweise Weizen. Und das ist immer die maximale Höhe an Ressourcen, die man bekommen kann. Also wenn ich da Bauern drin stehen habe, sagen wir hier 4 Stück, würde ich hier 4 Bauern bekommen, vier Weizen bekommen. Würde ich hier in Ägypten 4 Bauern stehen haben, dann geht trotzdem nur 3 Geld, also 3 Gold daraus. Und habe noch Probleme mit Überbevölkerung. Denn gleichzeitig bedeutet dieses Level, also dieses Level, das da angegeben ist, auch zum einen, welches Level die Stadt hat, wenn ich da ein Stadtplättchen baue, an Kosten. Und es bedeutet auch gleichzeitig, was ich maximal während so einer Überbevölkerungskontrollphase da an Leuten beherbergen kann. Geht meine Überbevölkerung an bestimmten Stellen durch die Decke, bekomme ich hier auf der Unzufriedenheitsleiste Punktabzüge, was ärgerlich ist, denn die unzufriedene Bürger machen alles teurer. Alles machen die teurer. Ich kann nicht so gut bauen, ich kann mit unzufriedenen Bürgern sehr schwer nur Technologien entwickeln und ich kann mit unzufriedenen Bürgern auch schwerer Krieg führen. Ist alles ein bisschen schwierig dann einfach. Ist es das richtige Säckchen, das du aufgemacht hast? Eigentlich ja. Also ich sehe hier von den Stadtdingen nämlich 6. Okay. Chris, wenn du einen Kaffee machst, bringst du mir einen mit. Sonst penne ich gleich weg. Danke, dass ihr streamt. Bitte, bitte. Alles klar, Daniel. Nachträglich noch. Wann spielt die Gaia Project? Hey, wir finden euch voll super. Dankeschön. Dankeschön. Wann spielt die Gaia Project? Hattet ihr das nicht mal vor? Ja, das kann nicht mehr lange dauern. Ich habe es inzwischen gespielt. Also live noch nicht. Also wird bald kommen. Ne? Ellie hat... Hast du Lust auf Gaia Project? Ellie nicht so, ne? Wie kommt's? Weil ich lieber Fantasy spiele. Also lieber Terra Mystica. Ja. Das ist ja auch nicht thematisch, das ist Fantasy. Na.
Nein, ich muss es jetzt erstmal einmal vorweg spielen, damit, wie gesagt, außerdem ist Chris mir da jetzt eine Partie voraus. Oh. Und, dass wir das erstmal einmal vorweg spielen, damit das einfach hier beim Stream dann ein bisschen alles flüssiger läuft. Die Länge sehr gut gefüllt, die Downtime gering, haben nichts dagegen, das gelingt nur sehr wenigen Spielen. Aber das hat ja nicht nur mit den Spielen zu tun, eigentlich doch auch mit den Leuten, mit denen man am Tisch sitzt. Aber Downtime, das ist immer, finde ich, relativ abhängig, mit wem man da gerade spielt. Sag ich mal, das finde ich, kann man dem Spiel immer nicht so vorwerfen. Also ich finde, man kann jedes Spiel zerdenken. Also ich kenne auch Leute, die spielen mehrere Stunden Village. Also hier habe ich jetzt komischerweise mehr von. Ansonsten sind überall vier, ne? Ja. Sag aber auch abhängig von den Leuten, mit denen man spielt, sagt Kevin. Stimmt, ja genau, da haben wir es ja, da habe ich ja genau gerade gesagt. Ich habe auch Spiele, die ich mit bestimmten Leuten nicht spiele, weil sie das Spiel empfinden, durch Grübeln zerstören. Ja, nicht jedes Spiel mit jeder Gruppe. Ganz einfach, das sehe ich auch so. Kann man was gegen die Überbevölkerung machen? Nee, die kommen automatisch in der Bevölkerungsphase. Und solange man Nachschub hat, kommt auch Nachschub aufs Brett. Keine Möglichkeit. Hi, Pedro. Hallo. Dann die Gaia Project zu zweit ist toll. Das glaube ich. Chris, das war mein Kommentar. Ja, ich habe ihn kurz danach gelesen. Aber siehst du, ein Gedanke. Ich hoffe, dass ihr blendet nicht zu sehr. Ich kann da gerade nichts machen. Wie gesagt, Abhilfe kommt. Schuhu, etwas. Was war das? Übrige Plättchen, die du wegpacken solltest. Ja, dann packe ich das andere gleich weg. Das sind Spiele unterschiedlich anfällig für AP. Ja, aber ein Spiel, das anfällig für AP ist, ist ja nicht automatisch was Negatives, sag ich mal. Das ist eine Geschmackssache. Also, das ist mir lieber oft als viele Sachen, die nur so an der Oberfläche rumdümpeln. Das geht nicht, was du da machst. Das hier? Wo soll ich denn hin? Ja, hier hin. Dann muss ich hier meinen Vorrat hier hinbauen. So, wo waren wir denn? Wenn die Runden laufen folgendermaßen ab. Ich habe 12 Aktionskarten. Eine davon ist doppelt. Mit jeder Aktionskarte mache ich Aktion. Ich zeige die gleich mal. Und immer wenn ich dran bin, spiele ich zwei verdeckt aus. Hier habe ich zum Beispiel Aktion Fortschritt. Das heißt, ich kann auf diesen Fortschrittsleisten vorlaufen. Hier hätte ich Aktion Erobern, ne? Angriff. Annektieren geht dann dementsprechend auch noch. Hier zum Beispiel Aktion Govern, das ist Regieren. Durch Regieren kriege ich dann wieder meine Bevölkerung so ein bisschen beruhigt. Kostet mich aber auch Nahrung. Also ich muss ihnen so ein bisschen was geben, damit sie ruhiger werden. Sag ich, ne? So ein bisschen Brot und Spiele. Übersiedeln, Migrate. Das ist einfach bewegen von einem Land ins andere, immer so ins Angrenzende. Und zwar laut Regeln so viel ich will mit einer Aktion. Was Besonderes ist hier unten, diese blauen Fenster, die schalte ich frei, wenn ich kulturelle Fortschritte freigestellt habe. Das sind die blauen. Kulturelle Fortschritte, politische Fortschritte und Bürgertumsfortschritte. Und je nachdem haben diese Karten dann noch eine zweite oder eine Oder-Fähigkeit. Das hier ist und, das hier ist oder. Oder bedeutet, dass ich hier bei diesem Fortschritt, also entweder auf einem Level hoch kann, oder ich kann irgendwo einen neuen Zweig auf dem Tech-Tree hier beginnen. So, zum Beispiel. Ja? Und dementsprechend dann einfach vorwandern wieder mit weiteren Forschungsstationen, habe dementsprechend einfach mehr Optionen, um mir da Fähigkeiten anzueignen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. So, wie schalte ich jetzt diese Fähigkeiten unten frei? Zum einen, indem ich Schwerpunktkarten spiele, da habe ich drei Stück von, zu jedem Tech-Bereich eine. Das sind hier, komme ich gleich nochmal dazu. Das sind die Schwerpunktkarten. So, finden sich hier wieder. Die könnte ich spielen, am besten zum Beginn der Runde. Und wenn ich dann zusätzlich zu dieser Schwerpunktkarte auch noch eine Aktion spiele, überhaupt im Verlauf der Runde noch eine Aktion spiele, die sich auf eine der Schwerpunkte bezieht, zum Beispiel hier Bauen, bezieht sich aufs Bürgertum, dann würde ich einen auf dieses Bauenfeld legen, einen Würfel. Wenn im Verlauf dann einer Generation, Ablauf erzähle ich dann nochmal mit Generationen und Dynastien, drei von diesen Würfeln hier drauf landen, ich also praktisch drei Aktionen gemacht habe, wo diese Würfel, die diesem Bürgertum zugewandt sind, dann kann ich hier wiederum einen hoch.
Ansonsten kann ich hier noch hoch, indem ich Karawanen baue. Karawanen baue ich von einem Land zum anderen. Und sie bringen mir Punkte hier auf dieser Überlieferungsleiste, ist der Name. Es geht darum, wie gut sich unsere Zivilisation so im Verlauf der Geschichte schlägt. Und zwar zum einen, wenn ich über ein Handelsgut hier meine Karawane lege, dann bedeutet das, na, ich habe eine Karawane, die seltene Handelsgüter bringt und kann mir aussuchen, auf welchem, wie viel Punkte ich, auf welcher Leiste ich um einen Punkt hoch möchte. Gleichzeitig, wenn ich mit einer Karawane die gegnerische Hauptstadt anschließe, auch dann bekäme ich einen Schritt hier hoch. Also es ist gar nicht mal so einfach, hier hochzukommen. Das Problem beim Lernen ist, also beim Erlernen der Tech-Fortschritte ist, wenn ich hier was machen will, ob ich neu platziere oder hochrücken will, muss ich mindestens hier auf dieser Leiste so weit sein, wie auch mein Unzufriedenheitslevel. Das heißt, wenn mein Unzufriedenheitslevel irgendwann auf 6 ist, müsste auch diese Leiste hier auf 6 sein. Das kann ich noch wiederum mit freien Aktionen kombinieren. Da könnte ich mir vorübergehend für diese Aktion plus 2 besorgen. Auf dieser Leiste wäre dementsprechend, wenn ich auf 4 wäre, auf 6. Allerdings geht sie automatisch die Unzufriedenheitsleiste auch ein hoch. Also muss man so ein bisschen austarieren. Hier kann ich pressen, also man die Bevölkerung pressen und würde dementsprechend pro Bürger, den ich stehen habe, also pro Bauern, den ich stehen habe, nicht pro Bürger, die entsprechende Ressource aus seinem Land bekommen, aber auch nie mehr als das Maximum der Region. Und hier, das sind Steuern, da kann ich für jeden Handelsweg, den ich habe, kann ich eine Ressource nach Wahl mitnehmen. So, aber jedes Mal, wenn ich so eine zusätzliche Aktion mache, kann ich einmal pro Zug, kann ich eine davon machen, geht meine Unzufriedenheit um 1 hoch. Wenn ich allerdings diese Patronage schon gemacht habe, Patronage ist also eben dieses zweimal hochrücken, und ich mache das dann später nochmal, weil ich vielleicht nochmal hochrücken möchte, dann zahle ich dafür keine Frustpunkte an die Bürger, sondern dann ist es umsonst, aber nur wenn es die gleiche Aktion ist. So, ich kann Aktionen zweimal machen, das heißt also Karte zweimal in einer späteren Generation nochmal ausspielen, kostet mich Unzufriedenheit. Und wie die einzelnen Aktionen funktionieren, das erzählen wir gleich einfach, würde ich sagen. Das Spiel läuft über Generationen und Dynastien. Es geht immer zu Beginn, rutscht es hier einen hoch. Und wir haben erste Generation, 1 plus, das sind die Würfelwürfe. Also wir machen dann so eine Kartenphase. Und wenn diese Kartenphase abgeschlossen ist, geht es ins nächste Feld. 1 plus heißt, bei einem Wurf von 1 oder mehr geht es weiter. Also geht es immer weiter bei 1 plus. Danach kommt 3 plus. Das heißt, wenn wir in der zweiten Runde sind, 2 Kartenphasen gibt es. Zweite Phase würfeln wir nochmal. Haben wir Würfel eine 4. Das heißt, 3 plus, da geht es weiter. 5 plus, da müssen wir jetzt schon eine 5 würfeln, 1 ist zu Ende. So, und jedes Mal rutscht aber auch dieses hier mit, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das würde bedeuten, 5 plus, Generation ist zu Ende, rutscht wieder an den Anfang, Startspieler wechselt und wir fangen wieder von vorne an. Irgendwann, wenn die Generation zu Ende ist und der Marker hat mindestens diese 2 erreicht, ist die Dynastie zu Ende. Dann werden Chronikkarten gewertet. Chronikkarten wiederum sind diese, sind die Karten, über die ich hauptsächlich meine Siegpunkte eigentlich mache im Spiel, eigentlich fast nur. Die kann ich mit der Aktion Chronikkarte spielen, aber ich habe auch nur eine Aktion Chronikkarte. Und die wiederum müssen verschiedene Anforderungen haben. Die sind alle zugeordnet einem bestimmten Feld. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier auf Leiern spiele, dann muss ich entweder, also hier 10 Leiern ausliegen haben oder auf dem Spielfeld, über Gebäude bekomme ich Leiern, über Fortschritte. 10 Leiern insgesamt würden mir 10 Siegpunkte geben, wenn der kulturelle Fortschritt auch gleichzeitig, also die Überlieferung, hier auf der 4 mindestens steht. Ansonsten 0 Punkte. Und das wird eben in jeder Dynastiephase überprüft. Am Ende der dritten Dynastie ist das Spiel zu Ende. Gibt es noch eine Endwertung, sind so ein paar kleine Mehrheiten-Dinger. Das war's. Und jetzt fangen wir an. Karawanen können alles überbrücken, See- und Landwege. Zahlen kann ich lesen. Ellicam blendet gar nicht, sagt Kevin. Also das hier ist auch nicht so wild, weil die sowieso umgekehrt drauf liegen. Schön, dass ihr die Technik in den Griff bekommen habt. Hallo, das Wuschel. Hallo. Ja, wenn jetzt alles stabil bleibt, die Planung bleibt, hier überbrückt. Ja, es rackelt auch nichts, glaube ich, ne? Sense of Time sieht so fantastisch aus, sagt Markus Michael. Das finde ich auch. Ich finde es wirklich schön. Also, oldschool.
ne, aufs Wesentliche reduziert. Und was ich heute Morgen schon gesagt habe, mal zu Tisch, es ist wirklich Holz und nicht dieser Leichtbaukram irgendwie. Das, wo ich immer denke, ich habe nichts in der Hand, was ich nicht inzwischen bei gefühlt jedem Kickstarter dabei habe, wenn es nicht klare Plastikminiaturen sind, habe ich dieses Leichtbauholz dazwischen und so. Das ist auch so eine Sache. Also es ist schon gut so. Ja, die Karte finde ich gut, das Board rechts finde ich grenzwertig. Na, es, nö, es ist, sag ich mal, auf jeden Fall zweckmäßig, sage ich mal. Ne? Also es ist jetzt ein, aber ich brauche auch, wie gesagt, es ist übersichtlich und ich brauche auch diese völlig überproduzierten, bunten Dinge eigentlich nicht. Also ich finde das völlig okay so. Erinnert mich an Gentis, klar, gleicher Zeichner und ich mag dieses Artwork von ihm. Boah, ich finde der Zug durchs Zimmer. Ja. Ja. Fantastisch, stark übertrieben. Na, no, Geschmackssache, ne, sag ich mal. Aber die Karte ist schon hübsch und übersichtlich, ne? Das ist sie, auf jeden Fall. Ich liebe Harald Lieske, ich finde es klasse. Wir uns blenden, Chris. Okay, aber jetzt blendet nichts mehr, ne? Ich habe gerade nichts mitgekriegt beim Erklären. Ich mache das mal so und dann spiele ich nachher meine Karten hier rein. Also wie gesagt, ich finde das Artwork vollkommen okay. Also wir haben uns da jetzt... Was hast du zum Artwork? Ich mag das. Ich, dadurch, dass ich... wie gesagt, weil es, ich finde es übersichtlich. Ja. Und auch, sag ich mal, das, es reicht doch. Bauer, Soldat. So. Wenn die jetzt irgendwelche Formen, Schnörkel hätten, hast du nicht gesehen, wird es gleich unübersichtlich irgendwie. Und so ist das okay. Das ist völlig gut. Beim Tableau rechts oben neben der Karte. Okay, aber jetzt das Blenden, das ist. So, und dann würde ich sagen, auch wenn in. Irgendwo behauptet wird, dass Ellie langsam spielt, spielen wir jetzt einfach schnell, dass wir das hier gut hinkriegen. So, jetzt wird aber noch aufgedeckt. Das machen wir einfach mal so. Das sind hier diese Ziffstränge. Da müssen wir einfach mal sehen. Die werden hier gleich nochmal ins Bodenlose laufen. Das Spiel ist schon sehr platzintensiv. Ja, normalerweise kannst du ja auch noch ein Stück hier hoch. So, das könnte reichen. Und wie gesagt, wie die einzelnen Aktionen funktionieren, wir müssen bestimmt auch hier und da nochmal uns Fragen stellen und dementsprechend das machen wir dann einfach. Ne? Zugegeben recht hell, aber ich finde es okay. Der raue Charme der Optik macht die Spielwerkstitel aber auch aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Sagte zu der tollen Plättchenbezeichnung PP bzw. KC, nichts gegen bilingual, aber das finde ich etwas übertrieben. Ja, Herrgott, Provinz. Ist vielleicht sogar zu viel des Guten. Aber nichts, worüber ich mich jetzt irgendwie, also was ich jetzt anstößig finde. Gut. Wir müssen mal gucken, wer anfängt. Wir machen mal höchste Zahl heute. 3. Du bist dran. 4. Gut, Hauptstadt. So. Genau, du musst deine Hauptstadt zuerst platzieren. Also, nee, du probierst zuerst deine Provinzen und dann guckst du, guckst, welche davon die Hauptstadt wird. Also gestern gab es keinen Kampf im ganzen Spiel nicht. Mal gucken, wie es heute wird. Kampf ist aber auch zermürbend. Man muss, also ist sehr teuer. Und Mir fehlen irgendwie PP im Haken. Nee, Rückseite von CK-Markern sind PPs. Zum Teil. Ah. Da.
Was noch wichtig ist, maximal 10 Länder kann man eine Kontrolle haben. Mehr geht nicht. Es wird auch immer teurer, die zu annektieren. Gut. Aha. Schön ist das nicht. Wieso? Nicht sehr ausgewogen. Zufällig halt, ne? Unten rechts im Bild sieht so aus, als ob das Spiel beim VP Verlag erschienen wäre. Achso, war das hier mit dem Branding da übereint? Okay, ist aber Spielworks. Wir wollen da keinen die Lorbeeren wegnehmen. Griechenland. Punkte sind benachbar, das hatte ich aber glaube ich schon gesagt. Schön ist das nicht. Versuchen wir mal. Jetzt muss ich bloß mit einem kurz. Doch, die sind benachbart. Okay. Was wird dann deine Hauptstadt? Wir haben jetzt einen Fehler beim Legen gemacht. Es war zwei Spiele nicht so viel. Achso, ja. Es wird noch rückwärts, diese Siedlermethode, aber es ist wurscht. Die Spielerfarbe von Ellie ist der Hit. Tolles Pink. Ja, ne? Die ist wirklich. Im Kampf habe ich auch schon Kritik gelesen, soll zu glückslastig sein für die Länge des Spiels und kann für den Verlierer unter Umständen vernichtend sein. Naja, es sind so Multiplikatoren drin im Kampf, ne? Also, es ist Gott sei Dank kein Abtauschkampf, was ich bei Spielen echt nicht mag. Und dass hier auch irgendwie schon so ein klassisches Zifting hat, also Kampf ohne Würfel finde ich lahm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mag ich auch bei Wargames nicht. Gibt es Gott sei Dank auch nicht viele. Von daher passt das schon für mich. Zumindest so erstmal so vom Erscheinen her. Wenn du die Hauptstadt ausbaust und dann nach zwei Stunden verlierst, ist es bitter. Das scheint das kleine Ami-Trash-Element im Spiel zu sein. Ja gut, aber das ist eine Sache, die gab es immer in Civ-Spielen. Ne? Also. Den Krempel abzunehmen. Das war ja zum Beispiel das erste Ziff, das war ja auch so, da konntest du auch 7 Stunden spielen, dann war alles durch, alles im Hintern. So. Fangen wir an? Mhm. Okay, dann kriegen wir zuerst mal Ressourcen, entsprechend dem, was hier steht. Okay. 4 Gold. Ohne da schon Bürger drin zu haben? Nee, wir setzen die auch noch überall rein. Guter Punkt. Ich muss noch meine Hauptstadt bestimmen. Was ist deine? Die da. Da musst du den Marker rausnehmen. Ich werde hier in Libya meine Hauptstadt gründen. Und dann möchte ich 2 und 1 kommen noch rein. Kommt überall 2-1 rein? Meine ja, ich gucke da nochmal. Zur Sicherheit. Gut. 2-1 und eine Karawane kann man noch setzen. Ausgehend von der Hauptstadt. Gut. Ich möchte hier rein. Mhm. Oha. Ein auf eins. 2. Wieso auf 2? Wegen dem. Ich habe hier rein. Okay, alles klar. Stimmt, das geht ja auch. Ja, nee. Junge, Junge.
Deswegen brauchst du unbedingt spielen. Du musst hier irgendwie. Was muss ich? Krieg führen. Nee. Ich versuch's wie gestern. Ich fand das gut. Ich versuche nur eine andere Strategie zu fahren. Nein, ich versuch's nochmal wie gestern. Ich fand meine Strategie gut. So, dann. Du musst noch auf die Unzufriedenheitsleiste anlegen. Ja. Haben wir auf 3 an? Ja. Dann magst du also Imperial doch nicht wegen dem Abtausch. Ich finde Abtauschkämpfe echt problematisch. Also das ist irgendwie, das ist finde ich auch bei den ganzen Antike, also bei den ganzen Rondell-Dingern das Ding. Mehr Abtausch, weißt du noch, ne? Einer raus, einer rein, einer raus, einer rein. Mhm. Jetzt nur gefahren, weil du mich so vernichtend geschlagen hast. Nein, auch weil es wirklich ein gutes Spiel ist, sage ich mal. Aber es ist ja auch letztendlich irgendwo ein Euro. Ne? Und, aber ein wirklich thematisches Spiel mit Krieg, Kämpfen, jetzt ein Wargame oder so. Es gibt Wargames, wo du nicht, wo es nur drauf kommt, ankommt, wie du dich platzierst, mit wie vielen Leuten. Also, das ist mir zu schachig dann. Also ich brauche bei Kämpfen, möchte ich diese Würfelkomponente, dieses Schlachtenglück, dieses Kriegschaos, das möchte ich schon irgendwie durch den Würfel simuliert haben. Das finde ich einfach gut. Aber es muss natürlich durch verschiedene Modifikatoren und so möglichst wenig Glück dabei sein. Da wir hier noch keinen Krieg geführt haben, kann ich es noch nicht sagen. Kann natürlich sein, dass das dadurch völlig mistig wird. Das ist möglich. Ich scherze doch nur, Chris. Nein, alles gut, Floppy, alles gut. Das ist wahrscheinlich eines der wenigen Spiele mit Sanduhren, die ihr mögt. Ich glaube, das ist das einzige Spiel mit Sanduhr bisher, das ich mag. Muss ich tatsächlich zugeben. So, dann mal Aktionen machen, ne? Ich fange an, ne? Ja, wir legen beide gleichzeitig hin. Auch auf 2, weil ich den Fortschritt hatte. Mhm. Muss ich etwas lesen? Schwarz? Ja, bitte. Der liegt aber dann falsch. Weil da kein Sack ist. Nein. Einen setze ich rein und einen, das ist dieser. Achso, den können wir ja auch noch, ne? Ein gratis kriegst du und den zweiten kriegst du für den Sack. Ich krieg einen gratis und den zweiten kriege ich für diese Fähigkeit. Okay, dann krieg ich ja noch einen. Nein. Doch. Nein. Wieso? Für den? Hast du einen gekriegt? Ja. Nach Wahl. Und dann noch einen nach Wahl zum Starten. Ja, und was ist mit dem? Das ist eine ganz andere Fähigkeit. Das ist die Fähigkeit, dafür kriege ich da einen Punkt. Das heißt das. Das heißt einen Punkt auf dieser Leiste. Bei dir heißt es einen Punkt im Kampf. Sicher? Ja, ganz sicher. Na gut. Ganz sicher. Jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir das denn? Kannst du anfangen. Ich spitze erstmal die und dann die. So, ich setze jetzt hier einen. Oh, Würfel Kevin, rein. Gute Nacht. Danke fürs Reingucken. Gute Nacht. Tschüss. Ich setze jetzt hier einen rein und könnte jetzt auf der Fortschrittsleiste einen hoch oder einen neuen reinsetzen. Entsprechend der Wutleiste auf 3. Gut, das ist auf 3. Ach, kann ich nicht, habe ich schon wieder verbaselt. Kannst aber hier. Statt aber die Wutleiste auf 4. Ja. Gut. Dann gehe ich auf der Wutleiste einen hoch. Und gehe dann hier auf 4, bekomme jetzt virtuell
2-2, ne? Virtuell. Ja, das ist ja dann auch blöd. Ist okay, ja. Bin ich jetzt mal sehen, man möchte eigentlich nicht als ein tolles und ganz anderes Spiel verkaufen, wo man Karten zieht statt zu würfeln. Soll was anderes sein. Rutscht dann hier ein höher. Doc oder welches ist das? Nein, manche ärgerlich nicht mit Karten. Oder bin ich da völlig falsch? Da rutscht jetzt ein höher. Okay, da bin ich dran. Mhm. Ich möchte siedeln. Die beiden setze ich. Und dann möchte ich auch diese Karte spielen. Okay, dann bist du dran. Okay, denkst du an den Marker? Ja, genau, das geht. Also sowieso jetzt. Und jetzt geht's zweite Runde. Ja, ab nächster Runde, noch brauchen wir nicht würfeln. Ab nächster Runde müssen wir würfeln. Okay, das zweite. Erinnere mich zufällig mal ein bisschen an den Marker. Ich möchte gerne regieren. Ich habe 3 Länder. Dementsprechend muss ich 3 Getreide abgeben, mhm, und rutsche einen runter und einen habe ich kostenlos dadurch, dass ich blau aktiviert habe. Du musst aber beide Karten vorher verdeckt legen, ne? Ich, also hast du, ne? Ja, alles gut. Was? Alles gut. Ich war da gerade auf dem falschen Dampfer. So, dementsprechend kriege ich hier ein. Und meine zweite ist übersiedeln. Mhm. Und zwar möchte ich gerne. Hier hin. Okay. Oder ist übersiedeln konnte ich doch überall, ne? Ja. Ja, bloß mit dem, wenn du blau noch hast, kannst du jetzt auch gerade eine Karawane legen. Genau, da kann ich jetzt auch eine Karawane. Und die möchte auch nicht da für ein Hausspiel, frag mich nicht. Jetzt sehe ich, jetzt hat den Tisch umgestellt. Ja, das ist alles so um ein paar Grad gedreht hier. So, die Karawane werde ich bauen für 2 Ressourcen und geht die hier hin und dafür geht es dann da einen hoch und dann kann ich hier den Fortschritt bauen. Das sind beides Kulturfähigkeiten. Bist du sicher? Was? Dass ich mit Übersiedeln überall irgendwo was hinsehe? Angrenzend. Angrenzend, ja. Okay. So, und ich kann 9 starten oder ich kann auch direkt da hinten dran bleiben. Ich starte mal neu. Und dann bist du dran. Dann mach ich mal lieber. Du musst würfeln. Ich bin schon bereit. Ne, du bist Startspieler. Nee, trotzdem musst du würfeln. Ja, du bist Startspieler. Der Startspieler würfelt. Wo ist denn der Würfel? Hier ist da. 3. Haben wir vorhin schon gewürfelt? Nee, jetzt kommt 1. Für 1, das wäre die zweite Runde. Brauchen wir die 1 Runde würfeln. 3 reicht. Wir spielen noch eine Runde. Ich glaube, ich muss kurz Wäsche machen und duschen, dann bin ich wieder bei euch. Keinen Unsinn machen. Machen wir nicht. Alles klar. Floppy, bis gleich. Ja, bis gleich. Ah, ich habe gar nicht. Warte mal. Das darf gar nicht. Meine Leiste steht auf 3. Da gehe ich einen hoch. Ich muss hier einen platzieren. Ich darf da gar nicht rein, weil das Ding ist nicht hoch genug. Dann gehe ich hier hin. Okay. Und jetzt geht's weiter. Jetzt würde ich das gerne tun. Was will ich noch?
Das muss ich machen. Okay, dann kannst du. Okay. Als erstes möchte ich gerne annektieren. No Motherland wurde gecancelt. Ja, schade. Schade. Und zwar hier. Ich hoffe, da kommt noch mal was. Meine zweite Aktion ist die Karawane für 2 Gold. Und zwar hier. Und gleichzeitig das hier. Dann rutsche ich hier ein. Nee, hoch. Da musst du auf der entsprechenden ein hoch. Achso, da unten. Ja, mhm. Jetzt mal ein hoch. Habe ich schon. Und ich möchte gerne. Da krieg ich noch mal die Punktmarker. Aber das will ich auch nicht stören. Okay, das war's. Mhm. Ich spiele erstmal die Karawane für 2 Getreide. Und ich reise mal. Achso, und ja. Was denn? Ja, alles gut. Hier hin. Und dann möchte ich gerne bauen, und zwar für 4. Denn 3 plus 1 sind 4. Und ich kann dann bauen hier eine Bewässerungsanlage. Obwohl, das macht die Mine nochmal. Weißt du das aus dem Kopf? Ja, die gibt dir mit dem Gold weniger angrenzende. Sitz entspringen wir die Kosten der Aktion bauen, dieser oder einer Benachbarung als gesenkt. Ah, alles klar. Dann baue ich auf Sizilien eine Mine. Das war's. Fünfen okay. Sind gefragt. Achso, und ich habe hier die Karawane, das ist das dritte gewesen. Jetzt kann ich hier noch einen hoch. 3. Okay. Das heißt, das war's. Das war's. Alles auf die Generation ist zu Ende. Karten sind wieder da, ohne dass wir jetzt Strafe zahlen müssen, wenn wir sie nochmal spielen. Wir sind hier angekommen, es gibt eine Nachschubphase. Das heißt, wir kriegen neue kleine Bäuerchen. In jeder Region, über die wir die Kontrolle haben. Hier haben wir nichts zwar drin, aber ich habe nicht die Kontrolle. Also noch nicht unterworfen, das Ganze. Da auch nicht, aber hier. So sieht's aus. Gut? Mhm. Gut, dann gibt es Überbevölkerung oder auch nicht. 4, 4, 3 sogar nur. Reicht. Also bei mir ist keine Überbevölkerung, bei dir auch noch nicht wahrscheinlich. Ne?
Gut, dann. Ressourcen. 2 Gold. Das bleibt dabei auch bei mir. 3,6 Getreide. Und 3,5 Getreide. Aber ich bin Startspieler. Und wir fangen an. Sind aber zügiger dran als letztes Mal. Gut, das liegt aber auch dran, dass wir nicht so viele Regeln kommen. Brettballett. Sven, hallo. Hallo. Hi, da, ich muss wieder. Hallo. Wir haben es geschafft. Ja, die Technik steht und ich glaube auch gut. Also ohne Rattern irgendwie im Gebälk. Es stottert nichts, ist alles gut. Irgendwie umgebaut, ist mir heute früh zu Tisch schon aufgefallen. Ja, wir haben den Tisch gedreht, der steht jetzt nicht mehr quer vor der Wand, sondern und neue Bank in der Ecke, wo ich heute Morgen gesessen habe und das ist jetzt Elli. Alles ein bisschen, dadurch haben wir in diese Richtung einfach ein bisschen mehr Platz und können jetzt hier mit dem Galgen und so, mit dem Galgenstativ und so ein bisschen freier arbeiten. Ist nicht ganz so vollgepflastert. Und wir haben uns eine neue Kamera gegönnt. Deswegen passt das ganz gut. Ich wünsche einen guten Abend und ein schönes Spiel. Gibt es Ja, schon danke. Infos, wann Hochverrat erscheint? Nee, noch nicht. Also ich hoffe, Mai hieß es, glaube ich, zuletzt. Ne? Ich hoffe mal, dass das bald klappt. Ich freue mich da auch drauf. Hi Renatus übrigens. Etwas langsame Spieler. Ja. Okay. Okay. Ich möchte gerne in dieser Runde meinen Schwerpunkt darauf legen, dieser Generation. Und dann würde ich gerne annektieren. Und zwar annektiere ich für 3 Getreide. Italien. Und das ist eine politische Aktion. Und da kommt ein Würfel drauf. Dann bist du dran. Ich möchte gerne einmal siedeln und einmal annektieren. Ich siedle hier rüber und möchte hier direkt. Für 3 Getreide. Du hast hier schon annektiert, ne? Das habe ich vorhin schon. Das sind 4 Getreide. Du zahlst ja jedes, dass Ja. du. Ist klar, auch so was anderes. Hochverrat soll eventuell nächste Woche verschickt werden, sagt Gunnar.
Super, da freue ich mich auch drauf. Sense of Time neu erschienen. Das ist ganz neu. Das ist letzte Woche erschienen oder ausgeliefert worden. Ja, das ist nicht dröge. Das ist aber klassisch. Das ist halt ein ganz anderes Artwork. Das ist ein ganz typisches Spielwerkspiel. Und die Dinger machen aber, also mir zumindest, in der Regel Spaß. Ist halt nicht so. Nicht so modern kann man nicht sagen, aber es ist halt anders als der Zeitgeist. So, ne? Vom Artwork her und von der Ausstattung. Ich finde es auf jeden Fall gerade wieder gut. Und du? Mhm. Gut. Zweite Kartenrunde haben wir noch. Auf jeden Fall ist nach dieser Generation Schluss, weil die erste Dynastie schon durch ist. Du würfelst. Nee. Ach nee, das ist ja noch kostenlos. Okay, mhm. Dann will ich dir erstmal mustern. Beim Mustern kann ich zum einen, kann ich jetzt hier für ein Gold einen Soldaten aufstellen in einem beliebigen Gebiet, das mir gehört. Das mache ich nicht da, sondern das mache ich hier. Und danach mache ich Migrate, also ich wandere durch die Gegend und möchte gerne hier und dahin. Raus nicht. Das bleibt. Das kann auch bleiben. Ja, so ist gut. Dann bist du dran. Ich möchte einmal eine Chronik spielen. Achso, das war eine politische Aktion. Die kommt dahin. Ich habe nicht hingeguckt. Und da möchte ich gerne bauen. Und zwar für 4. Möchte ich gerne ein Kolosseum. Und das Kolosseum nehmen wir mal hier. Mhm. Und die zählt dann beim Adaptieren, wird die dann halt nicht mehr mitgezählt. Die Chronikphase habe ich jetzt tatsächlich ausgelassen, weil ich hoffe, dass noch eine kommt, aber ich fand das hier jetzt erstmal wichtiger. 3. Nein, es kommt keine mehr. Na gut, okay, aber die Punkte ganz am Anfang fand ich gestern nicht so relevant. Schauen wir mal. So, dann wird deine Chronikkarte ausgewertet. Nee, Quatsch. Erstmal, es gibt keinen Nachwuchs, haben wir Überbevölkerung irgendwo, dementsprechend wahrscheinlich auch nicht. Ressourcen wandeln auf 0. Und du möchtest gerne Länder. Du hast? Ja, 6. Du hast 6 Länder. 10. Gibt 6 Punkte. Ja, schauen wir, ob das funktioniert. Das war gibst du mir die Karte bitte wieder? Ach ja, stimmt, die Karte darfst du ja nochmal benutzen. Hast du am Tisch hier eine Lanze für Tiefe Land gebrochen? Habt ihr im ersten Spiel was falsch gespielt, wo du so enttäuscht warst? Oder war das zweite Spiel eher zufällig? Nee, wir haben nichts, wir haben es genau so gespielt, es war richtig. Irgendwie, ob die Strategien, die Runde besser war, die Leute besser geeignet waren für das Spiel, ich weiß es nicht. Ellie ist nach wie vor eine Tiefe Land-Skeptikerin. Bei dir hauptsächlich wegen des Themas, ne? Das Thema, da kann man sich wirklich drüber streiten, auch wie gut das Thema passt und mit dieser Leiste zusammen, da will ich gar nicht sagen, dass das so toll ist, aber also das Thema, die Idee ist schon toll vom Thema, finde ich, dieses semi-kooperative Bauen am Damm, aber Skali knurrt, aber sag schnell, dass du baust und baust und baust und baust, am Ende schon diese, es ist punktemäßig egal, das ist halt ein bisschen blöd und du findest das ethisch ja komisch, das Spiel. Mhm. Das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, diesen Aspekt, aber ich kann jeden verstehen, der das so sieht. Ne? Okay. Das ist doof gelaufen. So gepokert. Kann passieren. Es geht wieder los. Du bist Startspieler. Mhm. Ressourcen. 6. 3, 5 mal Geld. Das war das Ziel. Und 4 Geld. 13. Noch 3 oben drauf.
Moment. Mehr. Was kommt? Die Gebäude liegt im Kopf. Nicht, dass ich was bauen will, aber. Gerne bauen. Und zwar diese okay. Zahl eben, die bietet, gibt zusätzlich auch noch an, übrigens, wie viele Gebäude gebaut werden dürfen. Also ich darf in der Dreierregion nur 3 Gebäudeplättchen liegen haben. Das heißt, ich habe Gebäude, wiederum Gebäude, die das wiederum erhöhen. Hast du das Tiefland schon gespielt jetzt, Sven? Du hast ja auch, ne? Ich muss pressen. Und zwar erpresse ich den hier für 2 Geld. Und hoffe, das reicht jetzt. Das sind 3. Und das Aquädukt sind auch 3. 3 und 3 sind 6. Ne, das ist nicht das Aquädukt. Doch, das ist das Aquädukt. Das Aquädukt für 6. Ah, das hat gar keinen. Ich dachte, das hätte so ein Säulensymbol. Hätte ich jetzt bei Bauen gedacht. Ist aber auch nicht Bauen, was du da liegen hast als Karte übrigens. Ach so, Entschuldigung. Vielleicht liegt es da dran. Kommen wir gar nicht hin mit dem Thema hier. Ja. So, Bauen. Und ich baue das Aquädukt hier hin. Das heißt, alle benachbarten Gebiete dürfen jetzt ein Bürger oder mehr auffassen. Okay, damit. Und jetzt bekomme ich doch so eins. Ja, guck mal. Ja. Und bauen, deswegen wusste ich es. Und ich baue angrenzend zur Minia für einen weniger. Das heißt, ich habe 5, kann für 6 bauen, wenn ich alles Gold ausgeben will, was ich möchte. Und ich möchte für 3 plus 3 möchte ich bauen, und zwar hier ein Amphitheater. Jetzt baue ich nochmal angrenzend und da drin für ein weniger. Das Amphitheater bedeutet, das ist eine Leierwert, das gibt am Ende so eine Leier und Wertung für Mehrheiten, wer die meisten Leiern und Springbrunnen hat. Und gleichzeitig, also alle angrenzenden Gebiete bauen jetzt nochmal für einen Punkt weniger. So, dann ist Ellie dran. Beziehungsweise muss ich überlegen, was sie tun möchte. Ich möchte gerne 2 Karten legen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, achso. Geht gleich los.
Okay, dann möchte ich gerne. Ja, muss ich das überhaupt noch? Ich habe gerade einen harten Spielabend hinter mir und möchte mich jetzt noch bei euch etwas entspannen. Regelstudium sowie die kommentierte Beispielpartie von Churchill. Das ist hart, aber das hat bestimmt Spaß gemacht, oder? Churchill habe ich auch schon wieder so viel von gelesen heute, dass ich auch schon wieder Lust habe auf die nächste Runde. Meinst du mich? Wenn ja, dann ja, aber noch gar nicht gespielt bisher. Die letzten Tage waren sehr brettspielarm. Ja, gibt so Phasen, das kenne ich wohl. Ach stimmt, und ja, stimmt, Sven und Sven. Und der andere Sven hat das Tiefe Land heute gespielt, genau. Du bist aber begeistert, ne, von dem Spiel. Was hast du zum Thema? Was hast du zu Deich und Nullpunkte, wenn man den Deich fertig hat? Wie erklärst du das thematisch? Wenn man das denn thematisch erklären will? Weil da scheitere ich immer. Da scheitere ich mir ein Thema zurechtzulegen, warum das so ist. Mhm. Hast du beide aufgedeckt? Nee. Das ist eine Ressource aus jeder deiner Kolonien. Eine Ressource aus jeder, jetzt wo ein Bürger drin steht oder auch wo ein Soldat drin steht. Wo du eine Kontrolle hast, weil du einen CK-Marker hast. Es geht nur um die CK-Marker. Mhm. Und da ziehst du eine Ressource raus. Eine. Jeweils. Pro CK-Marker zieh eine Ressource. Du hast zwei. Zwei. Das ist zweimal Gold. Zwei. Und dementsprechend den hier. Achso, muss ich noch vorziehen. Und dann möchte ich gerne regieren für 5. Nö. Möchte gerne einen umsonst, weil runter geht er ja nicht. Und bekomme aber dann den hier noch. Dementsprechend ist der. Und gehe ich dann hoch. Okay. Das ist zum Beispiel auch so ein bisschen schade. Es ist nicht klar geregelt, wo das Ende dieser Unzufriedenheitsleiste ist. Ist die Faust eine 1? Eine 0 oder ist 2 Schluss? Keine Ahnung. Wir haben uns anhand von Anons Forum dann zusammen mit dem, was da geschrieben wurde, auch darauf geeinigt, gestern Ellie und ich, dass bei 2 Schicht ist. So. Ich werde einen Angriff machen, beziehungsweise keinen Angriff, sondern eine Annexion, und zwar hier. Das kostet mich 4 Getreide. Damit sind die alle. Aber da kommt ein CK-Marker rein. Und dann kann ich über die Aktion Tribut, die mir hier noch einen Punkt bringt, auch einmal Gold und einmal Getreide bekommen. Und dann bist du dran. Mhm. Bringt zwar nichts, aber du musst würfeln, bitte. Ja. 3 plus, ne? Mhm. 3. Okay, dann spielen wir noch ein bisschen. Achso, hier guck mal, du musst hier übrigens die Dreierkarten. Können wir eine aussuchen von den drei und da hinlegen. Spannend, am Anfang richtig ruhig, dann zum Ende super spannend. Spannend war es bei uns auch beim zweiten Mal, total. Haarsträubend. Das ist meiner Meinung nach ein Kompromiss, dass du nur eine Multileiste hast. Aber thematisch nicht erklärbar, meinst du auch, oder? War hart, aber unheimlich spannend. War hart, hat aber unheimlich Spaß gemacht. Muss noch an meinen Englischkenntnissen feilen. Ja, aber für so ein Spiel macht man das, glaube ich, ganz gerne dann, ne? Also mir geht das auch immer so. Manchmal lernt man auch Wörter, ich kenne das auch. Ich hätte ohne die Coinserie nie rausgeredet, was eligible heißt. Nie drauf gestoßen früher auf das Wort. Die den Schafspreis reguliert und zugleich den Deichmodifikator. Klar wäre der Preis logischer andersherum, wenn Deichbruch, aber das Land ist dann nichts mehr wert und deswegen der Preiseinbruch. Ja, okay. Ja.
doof. Moment. Rechnen. Okay, dann kannst du anfangen. Als erstes möchte ich mal... Thomas Konrad, hallo. Hallo. Fortschrittsmarker um einen erhöhen, das kann ich. Das kannst weil du. Weil ich bin auf 2, hier auf 3 und würde jetzt hier auf... Du kriegst die 4er-Karten raussuchen, Junge, Junge. Wie läuft's, fragt Player Sign? Also ich finde gut. Also flüssiger als gestern, definitiv. Ja. Klar muss man immer überlegen und rechnen hier und da mal, aber flüssiger, deutlich. Okay. Ja, jetzt. Doch, sieht man noch. Ja, und dann möchte ich gerne eine Musterung für ein. Und zwar. Okay, dann. Okay. Dann möchte ich zuerst Fortschritt machen. Und zwar hier bin ich bei 4-4, 4-3. Und ratsche hier oben. Ratsche hier unten hoch. Nehme die 3. Lege den dahin. Dann. Also das ist der nächste Fortschritt. Ne? Da heißt, diese Fortschritte sind dann, man hat diesen Bereich komplett freigeschaltet. Also in dem Fall die blauen Karten. So, dann möchte ich eine Aktion nochmal spielen. Dadurch wären sie ein bisschen unzufrieden, aber ich baue gerne nochmal was. Dadurch habe ich den hier das dritte Mal. Vorher presse ich aber. Dadurch wären sie also nochmal unzufrieden. Das macht aber gerade mir gar nichts. Und ich baue, bekomme aber Gold. Ich presse hier in Italia, bekomme dafür 3 Gold, habe dementsprechend 4 Gold. Und habe einen 5er Grundpreis zum Bauen, zahle aber für 2 weniger, also habe ich einen 3er Grundpreis zum Bauen. Plus Gebäude reicht es immer noch für einen 1er und dementsprechend baue ich dort nämlich. Was macht das nochmal? Portal war schnell. Sag schnell. Den Triumphbogen, der war es doch genau, der erhöht das nämlich. In Italia baue ich einen Triumphbogen und bekomme damit einen Punkt auf der Triumph, auf der Politikleiste. Und gleichzeitig bekomme ich hier einen Punkt, weil ich diese Karte fertig habe. Gut, weiter geht's. 5 müsstest du mal würfeln. Oder auch nicht. Achso, der ist nicht gespielt. Nee, nur 2. Alles klar, damit ist Schluss. Okay, wieder alles auf 0. Die Leute, die am Deich bauen, werden mehr wertgeschätzt, wenn doch mal was passiert. Also ich finde es schon sehr thematisch. Ja, die werden von der Gemeinschaft mehr wertgeschätzt, aber das Spiel schüttet das ja nicht aus, ne? Diese Wertschätzung eigentlich, oder? Comancheria. Habe ich jetzt, Jochen hat es 2-mal oder 3-mal oder 4-mal gespielt. Irgendwie, der ist begeistert. Und ich weiß, bei uns in der WhatsApp-Gruppe haben es auch ein paar gespielt. Ich noch nicht, leider. André Bierwirt. Kann man Churchill eigentlich auch mit Leuten mit geringen Englischkenntnissen spielen? Ja, letztendlich, wenn man... Churchill ist ja... Auf den Karten ist nicht so wahnsinnig viel Text. Das kann man eventuell, diese Regeln, die es da gibt, auf den Karten durch... Tja, sag schnell. Durchsprechen vorher oder so. Das ist schwer. Oder ob es eine Kartenübersicht gibt, das weiß ich gar nicht. Im Spiel selber braucht man dann alleine eigentlich kein Englisch. Das stimmt. Jeff Warrender, hey guys, I'm the games designer. Hello, Jeff. Hallo. Hi. Thank you. Thank you for coming in. Yes. I don't speak German. Okay. Yes. Dann kannst du direkt mal fragen. Yes. the unhappiness chart. Is it the lowest step or is this one? Maybe you can tell this.
Because we didn't find this in the rules. Hi Benjamin. Hallo. Wie definierst du geringe Englischkenntnisse, aber Google hilft. Ja. Ja doch, weil er bricht. Wenn er bricht, dann bringt er am Schluss mehr Punkte. In Deutsch, laut Google. Hey Leute, ich bin der Designer des Spiels. Achso, das ist ganz noch übersetzt. Okay. Ja, danke. So, neue Runde. Du hast schon deine 2K? Nee. Aber ich bin Startspieler. Stopp, wir haben noch keine Ressourcen. Ja. Und 2, 5. Eins, zwei, vier. Wir haben auch keine Überbevölkerung irgendwo. Kann eigentlich nicht. Nö, die. Noch nicht. Es kam ja keiner neu. Nö. Die Mäusels, hallo. Schön, dass ihr auch noch reinguckt. Wir sind ja echt dieses Jahr, heute 3,5 Stunden später als geplant. Aber ihr wisst ja, Chaos. Ihr habt es ja auch in der WhatsApp-Gruppe gemerkt mit Ellis Kurzabmeldung da irgendwie. Da Chaos-Kram hier. Solche Sonntage brauche ich nicht so viele. Gott sei Dank ist die kommende Woche kurz. Und Olli ist auch da. Hallo. Hi. Und Quickfack lässt ausrichten, die Box ist super. Also ich habe 2. Ja, ich war schon wieder im Chat. Wo ist denn die? Hier. Fertig. Dann fange ich an. Ich möchte gerne Siedel. Und dann möchte ich eine Karawane bauen, weil... Halt, das war der Fehler. Das geht noch nicht. Das war der Fehler. Warte. Dann ist diese Aktion noch gar nicht da, sondern diese Aktion. So. Habe ich das freigeschaltet, möchte nämlich eine Karawane bauen. So, habe ich schon gesagt. Ne? Hier hin. Und möchte damit hoch. Und dann bist du dran. Okay. Ich möchte gerne einmal dieses hier. Mhm. Den Schwerpunkt. Und dann möchte Lobby, ich wieder da. Möchte ich gerne. Ich wasch morgen. 2 Gold. Vier, dann bin ich auf 6. Ach, die Karawane kostet mich natürlich 2 Ressourcen. Ne? Nee, Quatsch, die kostet nichts. Die kam mir aus dem Nichts praktisch. So, dann neue. Geht's weiter? 1 plus ist noch egal. Wir sind jetzt wieder hier Wachstumsphase überschritten. Das kriegen wir vielleicht sogar vor Mitternacht fertig. Hm.
Mustern möchte ich für ein Gold. Einen Soldaten. Und dann möchte ich gerne, das mache ich nicht, Gold habe ich auch gezogen, und dann möchte ich gerne etwas forschen hier. Ich habe eine 5er und das Ding steht auch auf 5 und dementsprechend gehe ich hier hoch. Damit ist das schon mal freigeschaltet. Ich kann auch da. Ne, ich gehe da hin. Wollte ich nur kurz Hallo sagen. Matthias Reichert. Ja! Hallo. Hallo, Matthias. Wie hoch steht bei euch Florenz am Großfach Player sein? Hoch. Also bei uns hoch. Wir haben zwar nur einmal gespielt in der epischen Partie mit den Mäusels und Jochen. 6 Stunden oder so. Aber toll. Großartiges Spiel. Ich kann leider nicht zuschauen. Muss morgen früh raus sein. Oh, das tut uns leid. Wie gefällt das Spiel, fragen die Mäusels. Wir freuen uns schon auf unsere erste Partie. Aber wer zum Teufel ist auf die Größe der Spieleschachtel gekommen? Die ist ein bisschen doof, ne? Also das ist, muss an Bord liegen, ne? Oder an diesem Ding. Aber ganz bisschen weniger. Aber Solarius, ich habe es noch nicht daneben gehabt. Ist Solarius genauso groß? Ja. Na, dann kann man zumindest neben Solarius parken. Mhm. Na, dann geht das schon wieder. Chris, wiederhol bitte deine Playstation bei uns hier hoch. Ach, da geht es nochmal um Florenz an. Chris, bitte wiederhol deine Frage nochmal. Die hat Jeff nicht richtig mitbekommen. Jeff. One question. The unhappiness track. The lowest number is 2. Is this 1 or 0 or is this not existent for placing? Is 2 the lowest number I can place my cubes or can I go down here until 1 or 0? That would be great if you could tell us because we didn't find this paragraph in the rules. Wann kommt dein Liveplay von Field of Despair? Ich hoffe, sage ich ganz ehrlich, ich hoffe, ich kann natürlich jetzt echt nichts versprechen, aber ich hoffe, dass ich das jetzt übers lange Wochenende zumindest solo über den Tisch kriege. Da habe ich nämlich unheimlich Lust zu. Josie sucht Schuschu, sagen die Mäusels. Ja, okay. Schuschu schläft. Ja. Sven haut sich hin, muss morgen viel zu früh im Büro sein. Alles klar, Sven, gute Nacht. Ja, danke fürs Reinkommen. Tschüss. Donnerwetter, der Designer des Spiels im Chat. Victoria Paterspiel ist schon eine kompetente, nicht mehr wegzudenkende Größe im Web. Ich freue mich für euch und euren Erfolg. Danke, Renatus. Vielen Dank. Wir freuen uns auch immer, wenn das so ist. Auf jeden Fall. Die Mäuse, ich hab's mir frisch geholt, bisschen Regel gelesen, wird komplex, aber freue mich drauf. Ich glaub, ist nicht so bekannt, wahrscheinlich dieses Florenz, aber ein Geheimtipp. Ja, das war ja irgendwann auf der Messe mal weg und da war es super teuer. Und dann kam die Neuauflage und da ist es dann irgendwie untergegangen, komischerweise. Das ist echt ein super Spiel. Und die Mäusels, also wir können es ja vielleicht auch zusammenspielen, das Spiel hier, wenn ihr kommt. Wir sehen uns ja demnächst wieder. Was meinst du? Kann man auch zu 5 spielen. Also, wenn wir zu 5 sind, bei Floppy kommt ja vielleicht auch, dann könnte man das zocken. Ne? Mhm. That's right, can be less than 2. Ah, okay, so 1. Also doch 1. Mm-hmm. 1. The hand icon is just to show that the unrest track. Okay, it's unfortunate that it looks like another space. Sorry for the confusion. Okay, no problem, but that's great. So 1 is the lowest number. 0 is, but there's no 0. Or can I leave the track? Florenz hat damals irgendwie etwas untergegangen. Wir wünschen dir viel Spaß beim ersten Spiel. Würde mich freuen, wenn ihr das zu 5 spielt. Ja, ich glaube, zu 5 macht das auch Laune hier auf der großen Karte. Geht ziemlich zur Sache. Ich glaube, hier geht es auch gleich zur Sache, habe ich so das Gefühl. Okay, dann mache ich das erstmal. Und zwar dafür. Warte, ich habe hier noch gar keinen hochgeschoben, ne? Doch, da, freigeschaltet. Alles gut. Dann für 1, 2, 3, 4, 5, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Für 5 Getreide. Was machst du da? Pressen. Gehe ich hier noch einen runter. Mhm. Dann möchte ich gerne bauen. Hier. Und
gehe dann hier ein hoch und möchte gerne haben. Ich kenne. Agnieszka. Not quite. The two is the lowest space you can occupy on the track. There's no one. Okay. We tried it that way years ago, but just made things way too easy. Ah, okay. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. Also, eins. Mhm. Two is the lowest space fünf? You can occupy on the track. No one. Also, die eins gibt's nicht. Die eins gibt's nicht? Nein, die eins gibt's nicht. Die heißt nur so. Also doch zwei. Zwei. Okay, für sechs. Also für zwei und vier kostet das die Bibliothek. Und die Bibliothek möchte ich gerne hier drin haben. Okay. Mäuse sind gerne dabei. Hä? Du hast ja irgendwie can't, nicht can't geschrieben, ne? Sag ich doch, auf eins geht nicht. Can't. Nicht can. Da habe ich mich da verlesen, ne? Ja, genau, alles klar. Okay. Ah, ich hab's. Ja, das war ich. Ich habe irgendwie. Also ich konnte deine Antwort in die falsche. Ja, Heiniek übrigens. Ich konnte jetzt doch nicht runtergehen. Also ich konnte jetzt. Nein, nicht du kannst nicht von 2 auf 1. Dann habe ich wieder 5, aber habe dieses Symbol trotzdem gespielt. Genau, das war. Genau, das geht nicht. Ja, dann würfeln wir mal, ne? Okay. Es geht weiter. Das Wachstum ist aber erst, wenn auch die Runde zu Ende ist, ne? Mhm. Okay. Was gucken. Okay. Ich baue tatsächlich 2 Karawanen in dieser Runde für 4-mal Geld. Und zwar möchte ich gerne deine Hauptstadt anschließen. Das gibt einen. Und dann möchte ich gerne. Wobei möchte ich das tatsächlich? Ist die Frage. Ich kann auch da. Und diesen einen möchte ich hier ausgeben. Okay. Das erste möchte ich eine Chronik spielen. Richtig lesen. Ja! So, aber ich muss leider auch. Sven, gute Nacht, mach's gut. Dankeschön fürs Reingucken und fürs Schnacken. Hi, Wemser. Doch noch online. Ja, wir haben es noch hingekriegt. Ja, Gott sei Dank. Und zwar hier. Teilenerweiterung ein Kann oder ein Muss. Da haben die Mäuse, glaube ich, die gleiche Meinung wie ich. Deswegen gucke ich mal weiter runter. Also, gute Nacht. Geheimwege top. So, ihr Lieben. Floppy, gute Nacht. Schlaf gut. Wir hören und sehen. Und als nächstes möchte ich gerne. Allzu wenig für einen Eindruck von Sense of Time mitbekommen. Vielleicht kommt es nochmal auf den Tisch. Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht spielen wir es dann ja demnächst. Möchte ich gerne. Ach, John Boy, genau. Hier eine. Oh, kann ich das? Ja.
hinlegen und möchte gerne hier einen hoch. Für alle YouTube-Video. Na gut, das kriege ich, muss ich nachher nochmal gucken. Okay, was hast du gemacht? Ich war im Chat. Also ich habe einmal eine Chronik gespielt. Mhm. Als zweites habe ich dann die Karawane gespielt für zwei Getreide, habe diese hier oben hingelegt und bin dann hier ein hoch. Alles klar. Gut, dann sind wir durch. Mhm. Würfeln. Schloss. Wachstum. Beziehungsweise, ja doch, klar, Wachstum. Na, das gibt nochmal Ärger gleich für die Unzufriedenheitsliste. Das macht gar nichts. Da. 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 So, dann habe ich. Ist okay. Hier über Bevölkerung okay. Und gehe da ein hoch. Da ach, hier hätte ich gar nicht reinstellen dürfen, weil ich habe hier noch gar nicht eure Dingsbums. Das stimmt. Okay, dann geht deine Leiste auch hoch. Ja. Wie schwer ist Sense of Time bezüglich der Spielregeln? Hallo Spoldi. Die Regeln sind jetzt, ich finde sie nicht so richtig gut. Also es sind so, man muss sie wirklich genau lesen und es ist so ganz viel Text untereinander, ganz viel Regeln, ganz viel Text. Ich habe mir das Spiel, also ich habe das gelesen und dann haben wir das Spiel nochmal fast komplett zusammen erarbeitet, ne? Ja. So muss es eigentlich und dann ging es aber. Und dann hat man eigentlich auch, also die Spielhilfe ist gut, aber da fehlen auch noch so ein, zwei Sachen, die eigentlich ganz gut hätten drin untergebracht werden können. Also man muss schon ein bisschen, sage ich mal, sollte vielleicht nicht die erste Spielregel sein, die man in seinem Leben liest, dann ist das schon okay. Aber es gibt Besseres. Letztendlich ist aber auch hier wieder zu sagen, das ist alles ein Mann-Betrieb irgendwie. Ne? Da sitzt keine Redaktion dran und so. Das muss man alles, dafür hat man ein spezielles Spiel ganz einfach auf dem Tisch. Und das finde ich, ist für mich dann immer Gegenwert genug, mich auch durch eine Regel mal durchzukämpfen. Wobei kämpfen ist das jetzt hier auch nicht gewesen durch die Regel. Wir finden wir die Erweiterung für Lorenzo eine Muss-Erweiterung, sagen die Mäusels. Teile davon, ja, das finde ich auch. Du bist Startspieler. Mhm. Gleich schon vorbei. Bekomme 3, 6 und 4, 2, 5, 6. Startspieler. Hm. Ich suche gerade die Karte. Ja, naja, ich bin auch nicht so weit. Und thank you.
Okay, dann kannst du anfangen. Mhm. Okay, ich möchte gerne eine Karawane. Mhm. Und die Karawane schließt jetzt deine Hauptstadt an. Mhm. Dafür und dafür Problem. Möchte ich den hier gerne hoch. Mhm. Dann möchte ich gerne bauen. Und zwar möchte ich gerne bauen. Das sind Pläne von GMT. Nee, leider nicht. Das würde ich auch gerne mal spielen. Ja, im Grunde sollte man die zu viert spielen, die Coin-Sachen. Aber man kann ja die Bots mitlaufen lassen. Aber das ist sehr. Ich habe es noch nie gemacht mit dem Bot und Coin gespielt, das muss ich dazu sagen. Eigentlich nur zu viert vernünftig, ne? Ja. Der Charakter, Alter an Ort ist mit der Erweiterung mega stark. Ey, Chris, ja, absolut. Absolut. Meinst du, hält die Balance noch? Was sagt ihr? Alter an Ort. Du kannst kenne ich leider nicht dafür, aber wenn Dark, da war ich mir auch solo viel Spaß gemacht. Ja, wenn Dark ist toll. Top 5 DSP. Ja, das ist bei mir auch. Aber ich habe noch nicht abgestimmt, weil ich erstmal nochmal wieder. Ich muss jetzt Gaia Project 2 mal spielen. Lorenzo aber auch. Lorenzo ist fein. Ja, Lorenzo ist klasse. Das finde ich auch. Durch? Mhm. Werde ich zuerst mal siedeln wollen. Ab ins Hinterland. Und dann kann ich eine Karawane legen. Damit schließe ich jetzt auch mal deine Hauptstadt an. Und kriege ich hier auch noch. Hast du vorhin nicht schon meine Hauptstadt angeschlossen? Habe ich wieder zurückgenommen und bin hier lang gegangen. Jetzt möchte ich die Hauptstadt anschließen und gehe hier hin. So, und dann möchte ich jetzt gerne als zweites eine Chronicle spielen. Und zwar möchte ich diese Chronicle hier hinbauen. Und dann bist du dran. Ich möchte auch eine Chronik spielen. Mhm. Und zwar hier. Und ich möchte gerne annektieren. Mhm. Und zwar hier. Erste Aktion ist, ich möchte gerne annektieren für insgesamt 5 Jip. Ja, sowas, das war zu weit oben. Also für insgesamt 5 Ressourcen möchte ich annektieren und zwar hier. Und dann möchte ich gerne nochmal die Chronik spielen. Schiebst du mir einen Unzufriedenheitsmacher da auf 7 mal. Das wird mein nächstes Projekt, glaube ich. Und dann möchte ich diese hier reinspielen. Dann bist du dran. Drei, du musst würfeln. Fällt mir gerade ein. Wir haben dich vorangeschoben. Nach dieser Runde sind auch die Chroniken. Eins, eins, zwei, du musst würfeln. Drei oder so geht's weiter. Drei plus. Mhm. Fünf. Es geht weiter. Geist will dir auch drin, Platz 1. Ja, das ist bei mir auch der Platz. Der Punkt noch. Ob Gaia nicht noch bei mir, wenn Darke von Platz 1 verrutschen könnte. Chance besteht. Habe ich auch gerade das beim Versender meines Vertrauens bestellt, noch nicht gespielt. Ja, ich habe es einmal gespielt bisher jetzt und pff, toll. Absolut toll. Schade, viele Leute bekomme ich für sowas für schlecht zusammen. Das Thema interessiert mich aber sehr, dann werde ich wohl mal nach Cold War und Twilight schauen. Ja, da hast du halt schneller die Leute am Tisch, das stimmt. Dann freu dich drauf, lag bei uns schon gut 20 Mal auf dem Tisch. Stimmt, ihr habt da voll vorgelegt. Okay. Wir spielen das dann auch mal Pfingsten. Da spricht mich leider das Thema nicht so an. Ja, das ist dann schwierig, das stimmt. Ich werde zweimal pressen.
Einmal kannst du nur pro Zug. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, dann mache ich es einmal. War ich jetzt auf 3 oder war ich auf 4? 3. Ne? Ja. Möchte gerne diese Karte hier nochmal spielen. Mhm. Und zwar hier. Mhm. Und möchte gerne auf Blau ein Hoch. So. Dann. Armer Floppy, Eurohülle lässt grüßen. Ja, wir haben uns das eh mal überlegt, wie wir es machen am besten. Das hängt. Der Stream hängt. Ja, erstmal kurz abwarten. Ja, also bei mir auch hier gerade. Ja, hängt der jetzt nur bei dir oder hängt der bei mir? Nee, das, wo du sagst, hängt das nur bei mir. Jetzt müsste er wieder da sein. Schauen wir mal, ob das jetzt so bleibt. Armer Floppy, auch wieder das Grüßen. Bei uns ist Bild weg und Ton auch. Und wieder weg. Ja, hilft jetzt nur neu starten oder? Wir gucken, ob sie stabilisiert. Bei mir da hinten noch ein Bild an? Nee, ist alles schon schwarz. Ruckel mal, vielleicht ist der jetzt im Standby-Modus gegangen, deswegen vielleicht. Das wäre natürlich. Also ich mach mal den Browser auf, also YouTube. Ich habe da glaube ich YouTube nicht auf, den dir das Dashboard. Chrome? Ja. Und dann YouTube? Ja. Und dann, oben auf zu dem Dashboard. Da steht doch oben Abonnenten, hast nicht gesehen und. Ja. Mein Kanal Trends Abos. Oder Videomanager. Videomanager. Und jetzt auf Livestream. Moment. Hier links auch, wird geladen. Jetzt sind wir wieder da. Was, die grüne, die oben ist so eine Leiste, die ist grün. Also das heißt, dass das eigentlich genügend Datenmenge durchkommt. Jetzt ist er wieder da. Schauen wir mal, ob sich das jetzt so. Noch ist er da. Nico, hi! Und schon wieder weg. Also nicht Nico, sondern das Netz. Okay, das war es noch nicht anscheinend. Nee. Hier sitzt. Hi Nico auf jeden Fall. Partie 8 und 9 von Queen's Day. Wahrscheinlich hört das wieder keiner hier, weil es wieder weg ist. Wir streamen nun live. Du wolltest hören uns. Das ist schon mal schön. Hier steht es offline. Live, offline, live, gelb. Und lädt. Dann müssen wir noch mal kurz länger warten. Ja, jetzt ist er wieder da und ist wieder grün. Wenn grün ist, ist es. Und er lädt wieder. Knackt so alle 10 Sekunden, ist er wieder da.